Hallo zurück zu Let's Play Darksiders. Wir sind jetzt schon im zweiten Teil. Wir sind ein bisschen rumgelaufen und ein bisschen was weggehauen. Aber oh, jetzt wird es nochmal interessant. Es scheint mir so, dass irgendwie alle Mächte gegeneinander spielen und kämpfen. Wie schon in diesem Intro gesagt, der totale Krieg. Erinnert mich ein bisschen an, naja, das lassen wir jetzt mal außen vor. Also man soll hier drauf springen und kann hier dann, ja, man kann ja auch schneller. Ja. Da geht's wohl weiter. Oh, vielleicht muss ich da drauf springen. Ist hier irgendwas noch zu finden? Nein. Gut. Oh. Jetzt hatte ich ein bisschen Angst. Kann ich nicht hier einfach aufhören? Einfach runtergehen, das wäre nicht schlecht. Ich will nicht an der Wand kämpfen. Ah, jetzt. Stirb. Du auch? Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen schon an Dead Space, wenn die Köpfe so abfallen. Fällt ja nur, dass wir die total zerstückeln können. Ja, wie gesagt. Ah, was ich vielleicht im letzten Teil vergessen habe zu erwähnen. Ich werde bald natürlich ein paar Features machen mit meinen Kollegen hier. Mit Mark zum Beispiel das nächste Dead Space spielen. Als Art Kooperation. Eine Art Idee, da wir ja beide das Spiel mögen. Und ja, das wird bestimmt lustig. Vor allem kacke ich mir sowieso bei jedem Scheiß in die Hose, also ja, ich kann mich dann meistens nicht zurückhalten. Ja, jetzt passiert hier erstmal was. Ja, immer auch die gleichen. Die kriegen wir hin. Ja. Okay, dann nehme ich mir halt einfach mal den Tisch. Macht ja mehr Schaden als so ein gewünschtes Schwert in der Regel. Also im Prinzip ist das bis jetzt noch ziemlich monoton, das Spiel. Dummes, wildes Geklappe. Aber naja, es macht ja auch Spaß. Bin mal gespannt, wie die ersten Bosse aussehen und allgemein, wie die Story verläuft. Also wie gesagt, ich habe nur Gutes gehört. Ah, hier ist wieder alles offen. Was ist das hier eigentlich? Naja, gehen wir mal weiter. Huch. Ich hoffe, das war das Ziel, hier runterzukommen. Das sieht stark danach aus. Okay, was passiert da? Ja, ja. So, vielleicht noch werde ich mich nicht immer als Claudio vorstellen. Zwar ist das ja mein Name, ganz klar. Aber ich werde dann mir einen individuellen Namen geben. Eventuell meinen Zockernamen, der wäre dann Slate. Crazy Slate oder einfach nicht Slate, das wird man auch noch sehen. Gut hier. Achso. Das ist mal interessant. Ja, ein bisschen warm. Ja, ich habe das Gefühl, dass guck, dass mein Leben ein bisschen schnell weggeht. Ich hoffe, dass es in der Mache. Weil jetzt eine peinliche Verreckaktion, das wäre jetzt nichts für mich. Ah, da ist ein Totenkopf. Schau mal an, ich muss hier lang. Ja, ich muss hier lang. Boah, was hier, was geht hier ab? Überall Explosionen. Überall kann man Sachen nehmen. Ich dachte, man könnte das noch irgendwie werfen.
Oh, Sequenz. Ja, das sind wahrscheinlich die Guten, die aber irgendwo auch für uns die Bösen sind. Wir die Bösen sind auch die Bösen. Ich glaube, wir müssen einfach gegen alles kämpfen. Ja, das sieht hier ein bisschen aus, als wäre das hier der Chef. Also viel Wissen wurde uns ja noch nicht auf den Weg gegeben. Wir wissen nicht, was wir sind. Nur, dass wir kämpfen können. Und dass hier ein paar Monster ein bisschen was auf die Glocke haben wollen. Mehr wissen wir nicht. Ja, das sieht schon krass aus. Unmöglich. Abaddon. Was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Mein Gott! Okay, irgendwas mit letztes Siegel und einem Gott. Wie konnte das passieren? Ich würde behaupten, die hat's drauf. Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen! Oh Gott. Abaddon! Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Ja. Also hier. Ja, das sieht mir nach dem ersten Endgegner aus. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie ich den töten soll. Das nehmen. Ja, okay, kann ich mal werfen. Also, ich glaube, der hat mich nicht so gern. Also, ich habe noch nicht genau verstanden, wie man hier wirft. Aber ich glaube, ich brauche die gar nicht zu werfen, irgendwie. Wow, wow, wow. Lass mich hier ein, hier. Ich glaube, ich muss da werfen. Ja. Also entweder ich bin zu blöd dafür, oder... Das ist einfach eine schlechte Erklärung, wie man wirft. Ich habe jetzt gedacht, man wirft einfach. Vielleicht... Jetzt hier. Aber ich habe auch nicht mehr sehr viel Leben. Ich brauche neue Autos. Genau, werfen wir uns bei der. Merci beaucoup. Ja, und das war's dann, ne? Ja, das wird. War der peinliche Abgang, von dem ich. Oh nein. Am letzten Streckenpunkt. Ah, das, davon wollte ich mich bewahren. Eigentlich wollte ich nicht sterben. Gut, das haben wir ja jetzt schon gesehen. Ich gehe mir gleich zum Boss. Also, wie ist das hier? Also, irgendwas mit dem Mausrädchen. Nico, wahrscheinlich konzentrieren Sie sich. Waff. Ja, mit der Mitte. Okay, das hätte ich mir auch irgendwie denken können. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen dumm. Aber jetzt ist das ja halb so schwer. Hoffe ich jetzt mal. Ah, ich glaube, jetzt mal ein bisschen auf die draufhauen. Ja, genau. Wahrscheinlich wird dieser Part auch länger gehen, als es YouTube erlaubt. Deswegen werde ich ein
Cut reinmachen und das aber einfach weiterspielen. Ich könnte ja einfach weitergucken. Aber erstmal müssen wir versuchen, den irgendwie zu killen. Vielleicht schaffen wir es ja auch während der Zeit. Ich hab schon keine Ahnung. Aber der meint es echt nicht gut. Ein bisschen ausweichen. Ja, wieder aufgehen. Ja, und dann. Was gibt's hier noch für Leute? Noch eins. Zweimal habe ich ihn jetzt getroffen. Das heißt, ich kann wieder draufhauen. Mach ihn kaputt! Ja, ein bisschen rückwärts tippeln. Oh, der Wurm bewegt sich. Was soll diese? Ja, kann einfach so ein bisschen draufhauen. Sieht schon nichts. Oh, hat er mich erwischt? Schön zurück. Ah, es kommt wieder Autos. Immer her damit. Immer her mit den scheiße Autos. Bam. Getroffen, das war aber ein bisschen knapp. Oh, ich kann ihn nicht. Was passiert hier jetzt? Oh je. Mach ihn kalt, Mann! Ah, toll. Das ist nicht fair. Das Gesetz wurde gebrochen. Genau wie du, Reiter! Yeah!